Minecraft-Helden wurde überfallen. Davon habe ich nämlich gehört. In den Kommentaren! Irgendwas ist hier vor sich gegangen. Ich weiß noch nicht so genau, was hier los war. Meinen Kühen geht's gut. Naja, abgesehen davon, dass sie in einer kleinen Massentierhaltung. Ich muss das Ganze auf jeden Fall nochmal überarbeiten und ausbauen. Den Pferden geht's zumindest gut, meinen Hühnern auch. Ey, die sind ganz schön laut hier. Schafe sehen gut aus, aber mein Zuhause, das wurde angeblich überfallen, Freunde. Weil irgendjemand aus meinem Video rübergegangen ist zu Standardskill und dem geschrieben hat, dass ich Reparaturbücher habe, Freunde. Das ist auf jeden Fall nicht sehr geil. Normalerweise sollte man sowas nicht verpetzen. Das ist nämlich sehr, sehr uncool. Ja. Okay, also, wir wurden hier überfallen. Meine Sachen wurden geklaut. Das Ding ist, ich musste jetzt ein gutes Timing hier abpassen deswegen, weil ich habe meine zwei Reparaturbücher, die ich noch übrig habe, dabei. Und es ist gerade keiner auf dem Server. Das bedeutet, jetzt gerade kann mir niemand was klauen. Aber hier wurde auf jeden Fall was geklaut. Also hier wurden Dinge geklaut. Ich weiß nicht, ob hier eine Falle... Oh, da, ich weiß nicht, ob da Bücher fehlen. Hier waren an den Sätteln jemand dran. Ich weiß nicht, vielleicht waren die hier unten drin. Es könnte natürlich sein, dass irgendwo eine Falle ist. Okay, die haben hier das Spiel betreten. Oh Gott, Leute, ich muss vom Server gehen. Weil der war bei dem Überfall mit dabei. So, meine lieben Freunde. Da sind wir auch schon wieder. Okay, 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 okay. Ryan X. Cole. Easy cheesy. Was ist mit dir los? Ja, moin Ryan, was geht? Warum bist du gelb? Weil ich ein Ampelkrieger bin, Easy. Ich bin das Gelb in der Ampel. Zeig mal. Okay, also muss ich jetzt langsam anhalten, oder was? Du bist einfach wirklich gelb. Oh mein Gott, ey. Ja, man perfekt. Man tut alles, um in den Ampelclan zu kommen, ich sag's dir. Oh Mann, ist der so gut, der Ampelclan? Der allerbeste, Easy, der allerbeste. Ey, langsam denke ich auch drüber nach, mir einen Clan zu suchen, nach den Dingen, die hier passieren, weißt du? Warte mal, ich muss erstmal hier einstellen. Richtig los. 3D-Audio aus, kann ich ja gar nicht leiden hier. Ja, es geht, zieh dir mal lieber wieder Rüstung an, bevor hier jemand online kommt und hier noch mehr unsere Base ausraubt und sowas. Ja, was wurde dir geklaut? Ich habe keine Ahnung, was mir geklaut wurde. Ryan, wichtig, wichtig, wichtig. Ich habe gerade dabei zwei Reparaturbücher und zwei Reparaturrüstungsteile. Ich habe also OP-Equipment. Sobald irgendjemand auf den Server kommt... Hey, wir sind Freunde. Sobald irgendjemand auf den Server kommt, muss ich sofort disconnecten. Das heißt, du darfst mich auf keinen Fall schlagen, weil was, wenn jemand kommt und du hast mich geschlagen und ich muss disconnecten und kann dich und verlieren Leben? Stimmt. Auf gar keinen Fall schlagen, okay? Hä? Okay, ich werde dich nicht schlagen. Bleib einfach fern. Ja, sehr gut, okay. Wir können mal checken, was wird dir denn geklaut? Wird bei dir drüben was geklaut? Ja, bei mir drüben, genau. Wir können mal rübergehen. Ja, kommen okay. Sie mit, junge Dame. Hier wird ganz viel geklaut. Ich bin da. Und danke, Ryan, dass du gerade gecheckt hast. Weil ich musste den Server wirklich richtig spontan gerade verlassen. Weil, ja, jemand auf den Server gejoint ist, der bei diesem Überfall dabei war. Und ich ein bisschen Angst hatte, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Und Ryan hat das Ganze für mich gecheckt. Er hat die Lage gecheckt, die Situation gecheckt. Und dafür bekommst du eine Kartoffel. Boah, das ist gut, weil ich habe Hunger. Also oh, perfekt. Zumindest irgendwann jetzt gerade noch nicht. Okay. Also Easy, ich habe meine Kisten ja auch hier einfach so rumstehen. Ist natürlich ein bisschen eigene Dummheit, dass hier dann geklaut wird. Aber mir wurde Gold geklaut, Gold und Bücher. Ja, Gold haben die mir auch geklaut. Also die ganzen wichtigen Sachen so haben die rausgenommen, ne? Die haben die Bücher geklaut, auch wichtige Bücher. Ich weiß nicht, welche. Ich weiß nur, dass die Bücher geklaut haben, aber ich weiß nicht, welche. Rüberbringen in die Base der Ampelkrieger oder wo willst du es hinbringen? Die Base kenne ich noch nicht, weil ich bin nur Anwärter bis jetzt. Ich bin noch nicht Mitglied, aber ich habe eine eigene geheime Base. Ah, du hast eine eigene geheime Base. Ah, okay, das ist natürlich smart, ja, weil ich habe noch keine geheime Base. Sollst vielleicht mit anfangen, vor allem mit deinen Mending-Büchern, das wäre smart. Ja, das ist also, richtig. Glaub, jeder auf dem Server weiß das, dass du irgendwie 4 Mending-Bücher hast oder so. Naja, ich habe nur noch 2. Ich habe ja meine Rüstung damit schon enchanted. Wir checken mal, was bei mir geklaut wurde. Ich weiß nämlich noch gar nicht. Es kann nicht so was Wichtiges sein, weil, Freunde, ich habe ja, wie gesagt, irgendwie 5.000 oder 10.000 Fische oder sowas geangelt. Also extrem viel, 50 oder 100 Stunden lang. 12.000. Ja, dann waren es ja 12.000, ist auch egal. Die haben mir zum Glück Schinken nicht geklaut. Weißt du, das Allerwichtigste für mich ist mein Schwein. Die hätten nur mein Schwein klauen müssen. Ich hätte denen alle Mending-Bücher der Welt gegeben, weißt du? Aber nee, die haben einfach, glaube ich, fehlt so das Verständnis dafür, wie wichtig Haustiere sind. Weil die wahrscheinlich selber einfach keine haben. Also ich muss Schinken auf jeden Fall sichern. Und so dass natürlich, dass es auch keiner findet. Dann waren die, glaube ich, hier bei meinen Spawnern, wurde mir geschrieben. Ich hoffe, hier ist nirgendwo eine Falle. Ich hoffe, die sind auch da. Mal, die sind alle noch da. Oh, keine Ahnung, okay, was. Okay, okay, hier. Oh, kleines Problem. Ja,
die. Warte hier. Lass die Wasser runter. Warte. Ah! Oh Gott! Oh nein, hier. Sie nicht sterben. Ja, die Spinne, lass mich hier gut! Ah! Nein, die können ja auch. Stimmt, die Spinnen können ja auch hoch, ne? Warte, ich kann dir da Wasser runterlassen. Verdammte Axt, ey! Diese blöden Spinnen, das ist denen halt original auch so passiert in dem Video, glaube ich. Okay, also, keine Ahnung, ich muss meinen Spinnenspawner hier auf jeden Fall neu machen, weil hier ist echt eine kleine Katastrophe passiert. Ja, ich will hier immer farmen, aber das geht gar nicht, weil du den umgebaut hast. Der ja, ist irgendwas unten, ist auch falsch gebaut. Ich habe doch keine Ahnung, Brian. Ich bin doch kein Spawner-Experte, ja? Ich habe mit einem der Verbrecher geredet und er meinte, vielleicht können wir die Items wiederkriegen. Ja, okay, also mit Verbrechern verhandelt man nicht. Wenn die bereit sind, mir die Items, die sie gestohlen haben, illegalerweise wiederzugeben, dann sind sie sehr willkommen, hier an meinen Steg zu kommen, eine Kiste zu platzieren ohne Falle und die Items dort reinzulegen. Das ist alles cool, aber ich verhandle nicht mit Verbrechern. Punkt aus, Ende. Ich muss dir was verraten, Lisa, ich muss dir was verraten. Aber das darfst du nicht weiter verraten, weil dann sehe ich meine Items vielleicht nie wieder, okay? Okay. Also mir wurde gesagt, wenn ich nicht zu den Ampelkriegern gehöre, kriege ich meine Items wieder. Ich habe meine Angehörigkeit mehr oder weniger verschwiegen, damit ich hoffentlich meine Items wieder kriege. Und ich war gestern bei einem der beiden in der geheimen Base und habe eine Falle platziert. Das hast du gut das gemacht. Das heißt, wenn die das mitkriegen, kriege ich meine Items eh nicht wieder. Aber ich hoffe, die kriegen... Also ich hoffe, ja, aber genau Items deswegen verhandelt man nicht mit denen, weil die stellen dann irgendwelche wilden Forderungen, die halt überhaupt gar nicht gehen, weißt du? Die klauen was und denken auch noch, dass sie dafür belohnt werden. Das ist absolut unnormal. Das ist nicht wirklich sozial, das Verhalten. Und deswegen, da lege ich gar keinen Wert drauf. Die haben auf jeden Fall ein paar wichtige von meinen Büchern hier geklaut. Aber das Ding ist, ich habe so viel geangelt, dass ich noch hunderte andere Bücher habe, die genauso gut sind. Ich verrate aber nicht, wo. Ja, du hast super viele. Ja, ich habe so viele Bücher, die hier nicht sind. Meine ganzen guten Bücher sind ganz woanders. Die haben alle keine Ahnung. Die wissen gar nicht, wo meine Items sind. Hast du eigentlich mal in deinen Briefkasten geguckt? Ich habe gesehen, dass du da Post hast. Ich habe Post? Ja, also schon alt, glaube ich. Oh, okay. Hallo Easy, ich habe gehört, die Paulberger Klöpse haben bei dir etwas gesprengt. Wir als Ampelclan würden dir gern helfen. Liebe Grüße, Ampelheimer Benson. Denn der Ampelclan ist der beste Clan. Die Paulberger. Ach so, warte, das war, als mein Beauty-Komitee gesprengt wurde. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hat er mir gerade. Also ich hat er mir wirklich gesehen, ein Gold geschickt? Er ist doch jo, nett. Danke. Das ist so gelb wie ich. Okay. Ja, mir wurde hier gerade ein Stack Gold geklaut. Aber danke für das eine Gold auf jeden Fall an den Ampelclan. Stark. Ja, gut. Gerne. Also, was machen wir jetzt, Ryan? Ich muss meine Bücher verstecken gehen. Ja, dann macht ihr die geheime Base, aber ich darf ja nicht wissen. Nee. Also, klar. Also ich darf dir gar nichts verraten. Ich werde dir auch gar nichts verraten darüber, wo ich meine Bücher verstecke. Also, du kannst mir vertrauen, Easy. Du kannst mir vertrauen. Aber trotzdem nicht, wenn ich gefangen werde und dann ausgequetscht werde, möchte ich keine Infos haben. Okay, wenn die dich foltern oder sowas, du hast recht. Ja, das können wir nicht. Das Risiko können wir nicht eingehen. Okay, dann verbleiben wir so, dass ich meine geheime Base errichte und wir passen aufeinander auf, Ryan. Wir haben ein Bündnis, oder? Okay. Wir sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn, wir sind gute Freunde. Ja, wir halten zusammen. Wir halten guten, zusammen. Wie in schlechten Zeiten. Bücher. Ich bin bereit. Okay. Fuck, das war eine Falle. Oh. Ich bring dich einfach weg. Tschüss. Hey, das war eine Falle. Hey. So, zack. Und bam. Oh Mann. Ja, fast wäre ich drauf reingefallen, Ryan. Fast. Aber kannst du mir auch so ein cooles Banner besorgen für mein Schild mit einer Ampel drauf? Das finde ich cool. Da kann ich immer sagen, stopp. Das kriegen nur Ampel. Oder mit drei roten. Dann sage ich immer so, stopp, nicht näher kommen. Eine Armlänge Abstand halten hier. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Ich habe es von Ben bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann kannst du ihn doch mal fragen, ob der mir so ein cooles Banner machen kann. So. Mit drei roten. Ich werde ihn fragen. Ja, okay, danke. Ich glaube nicht, dass er ja sagt, aber ich versuch's. Ja, okay, Ryan. Alles klar. Dann sehen wir uns und hören wir uns später. Ja, bis später. Viel Erfolg. Danke, tschüss. Was ich natürlich jetzt nicht verraten konnte, was ich euch auch nicht verraten kann, weil ein paar von euch sind ja wirklich rübergegangen zu den anderen YouTubern hier, zu unseren Konkurrenten und haben gepetzt. Von daher kann ich nicht mal den fairen und ehrlichen Leuten, die jetzt hier zuschauen, verraten, was ich vorhabe, weil ich weiß, dass ein paar Nasen, ein paar einzelne Leute so unfair sind und zu anderen YouTuber gehen und petzen. Deswegen, ja, das ist echt ein bisschen schade, weil ich hätte gerne meine Geheimnisse mit euch geteilt und euch verraten, wo ich jetzt diese Bücher verstecken werde und so weiter. Aber das kann ich leider nicht machen. Das heißt, das bleibt jetzt tatsächlich komplett mein Geheimnis.
was mit diesen beiden Reparaturbüchern passiert, bis ich einen Dreizack finde, weil dann wird natürlich das eine Reparaturbuch für den Dreizack verwendet. Und das andere habe ich übrigens vor, wahrscheinlich für eine Elytra zu verwenden, sobald das End und der Nether und so weiter offen sind. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geöffnet wird. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Und ja, so ist auf jeden Fall der Plan. Und ich würde sagen, an diese Arbeit mache ich mich jetzt. So, meine lieben Freunde, die Reparaturbücher wurden versteckt, okay? Und nur ich weiß, wo sie sich befinden. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir bringen alle anderen Sachen ebenfalls mal in die geheime Base. Ihr seht, ich habe jetzt gerade Eisenrüstung an, die nicht mal enchanted ist. Und meine beiden Dia-Teile ohne Reparatur drauf. Denn ich habe natürlich meine Dia-Rüstung auf der Reparatur ist auch versteckt. Und die Reparaturbücher habe ich auch versteckt. Außerdem habe ich alle anderen Sachen, die hier in der Base waren, versteckt, die wichtig waren. Also ja, keine Ahnung. Hier, das ist alles Schrott. Ich habe ungefähr 50.000 Angeln geangelt. Und ja, dann habe ich natürlich sehr, sehr viele Bücher noch gehabt und allen möglichen anderen Kram, der schon so ein bisschen wichtig war. Dias, Emeralds, alle Sachen, die irgendwie wichtig waren, befinden sich in meiner geheimen Geheimbase. Diese geheime Geheimbase befindet sich an einem geheimen Geheimort, die keiner kennt, weil er geheim ist. Das heißt, niemand weiß es außer ich. Ich darf es nicht vergessen, weil ich kann niemanden fragen, wo mein geheimer Geheimort ist, weil wenn ich vergesse, wo der ist, dann weiß es halt niemand. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich muss mir auf jeden Fall merken, wo meine Sachen sind, aber ich kann es euch leider nicht verraten, weil wie gesagt, ein paar Leute kleine Verräter sind und zu anderen gegangen sind und gepetzt haben. Was sehr, sehr uncool ist. Also Grüße gehen nicht raus an diejenigen, die gepetzt haben. Grüße gehen raus an alle anderen, die fair und ehrlich sind und hier ein Like auf dem Video dalassen. Ihr seid sehr cool und daher würde ich sagen, erstmal danke fürs Zuschauen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier noch was klauen kann, denn wie gesagt, alle Sachen sind für die Zukunft versteckt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge Minecraft-Helden. Bis dahin habe ich hoffentlich wieder Full-Dia-Rüstung gefarbt und bis dahin euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!